Aber Fortsetzung gibt es jetzt auch sofort, denn ein bisschen mehr wollen wir schon hören. Armin Laschet tritt ja nicht an, er kommt aber trotzdem gleich vor. Und natürlich kommt auch Jens Spahn vor und natürlich kommt auch Friedrich Merz vor. Wir wollen die drei jetzt einmal etwas ausführlicher hören, weil es natürlich schon ein spannender Wettkampf ist. Und auch wenn wir heute alle in die USA schauen und natürlich wissen wollen, wie es da weitergeht, letztlich ist für Deutschland schon ziemlich relevant, was in deutschen Innenpolitik passiert. Uns in Nordrhein-Westfalen ist wichtig, dass die damit verbundene Debatte über Profil und Programm der Partei geführt wird. Ich glaube, dieser Wettbewerb tut uns gut. Und uns ist wichtig, dass in den kommenden Wochen in einem demokratischen Verfahren gezeigt werden kann, wie Erneuerung, wie demokratische Erneuerung in einer Volkspartei funktioniert. Wir machen heute hier in Nordrhein-Westfalen den Anfang, indem wir die beiden Kandidaten aus unserem Landesverband die Gelegenheit geben, ihr persönliches Angebot auch dem Landesvorstand einmal zu erläutern. Und ich freue mich daher, dass Jens Spahn, der unserem Landesvorstand ohnehin angehört, und Friedrich Merz heute hier sind. Sie und Annegret Kramp-Karrenbauer werden sich den Mitgliedern der CDU in ganz Deutschland auf Regionalkonferenzen vorstellen. Eine wird auch in Nordrhein-Westfalen stattfinden. Das Datum wird noch bekannt gegeben. Wahrscheinlich in Düsseldorf, wahrscheinlich Ende des Monats November. Und zudem werden wir heute dann auch die Nominierungen für den Bundesvorstand beschließen. Es ist eine einmalige Situation, dass es Regionalkonferenzen vor einer solchen Wahl gibt und jedes Mitglied sich selbst sein Bild bilden kann und jeder Delegierte direkt mit den drei Kandidaten in den Austausch treten kann. Und deshalb trauen wir jedem unserer Delegierten zu, selbst ein Urteil zu bündeln. Die brauchen keine Empfehlung des Landesvorstands. Und für Nordrhein-Westfalen ist es eine besondere Verantwortung, da aus unserem Landesverband gleich zwei von drei Kandidaten kommen. Und mir ist es auch wichtig, dass der Zusammenhalt des Landesverbandes auch noch da ist, wenn diese Wahl vorbei ist. Und deshalb ist die Fairness auch zwischen unseren beiden, aber auch der dritten Kandidatin für uns etwas ganz Wichtiges. Ich denke, dass die CDU in der Tat, so wie Armin Laschet das auch gesagt hat, jetzt vor einer Zäsur steht. Aber wir stehen auch vor schwierigen politischen Herausforderungen. Ich habe in meiner Pressekonferenz in Berlin am letzten Mittwoch dazu einiges gesagt. Ich will gleich auch dem CDU-Landesvorstand noch einmal meine Beweggründe erläutern. Und ich will den wichtigsten auch hier nennen. Ich möchte, dass es uns gelingt, den politischen Meinungsstreit in Deutschland wieder in die Mitte zurückzuholen und ihn nicht den Rändern zu überlassen. Ich vermute, dass die SPD vor einem scharfen Linksschwenk steht. Die ersten Anzeichen dafür gibt es. Das eröffnet uns aber umso mehr die Möglichkeit, auch diese großen Fragen unserer Zeit zu diskutieren, und ich möchte, dass die CDU dazu einen Beitrag leistet. Ich erkenne aus der letzten Woche eine große Aufbruchsstimmung in der Partei, und alleine deswegen hat es sich aus meiner Sicht schon gelohnt, dass wir jetzt zu dritt um dieses Amt uns bewerben, aber auch in einem Wettstreit eintreten um Köpfe und um Ideen. Ich will das hier ausdrücklich sagen, und ich gehe davon aus, dass das auch unsere gemeinsame Überzeugung ist. Ganz unabhängig davon, wie das Ergebnis dann am 7. Dezember in Hamburg sein wird. Es muss der Partei nutzen und es muss ihr dienen, dass wir diese innerparteiliche Debatte, und sie wird ja auch zum Teil öffentlich geführt werden, miteinander führen. Und wir müssen zeigen, dass wir die bestimmende Volkspartei der Mitte in Deutschland auch in Zukunft sein wollen. Eine Volkspartei, die diskutiert, die aber am Ende auch entscheidet und die auch ein politisches Angebot für die Mitte in Deutschland ist. Und alleine diesen Beitrag dazu zu leisten, macht mir große Freude. Und ich kann Ihnen sagen, die Zustimmung, die ich in den letzten Tagen erfahren habe, die motiviert mich zusätzlich, das jetzt auch zu tun. Und ich freue mich richtig auf die nächsten 4,5 Wochen und dann auch auf den Parteitag in Hamburg. Ich bin dann seit vielen Jahren das erste Mal wieder auf einem Bundesparteitag und ich muss Ihnen sagen, ich freue mich richtig darauf. Es ist ja tatsächlich eine besondere Situation für die CDU
ein Stück auch für Deutschland. Das ist das erste Mal seit 1971, dass es mehr als einen Bewerber um den CDU-Bundesvorsitz gibt. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Partei, dass es mehr als zwei Bewerber für den CDU-Bundesvorsitz gibt. Und das zeigt schon, dass das ein besonderer Moment, eine besondere Situation ist im positiven Sinne. Es ist auch was Besonderes, dass es nach 18 Jahren Angela Merkel als Vorsitzende jetzt eine neue Zeit dann auch anbricht für die Partei im Vorsitz. Und man kann Angela Merkel nur danken für die letzten 18 Jahre. Sie hat die Partei auch in nicht einfachen Zeiten geführt und zusammengehalten. Und das waren 18 gute Jahre insgesamt für die CDU in Deutschland. Gleichwohl, das Ganze hat ja auch einen Grund, warum sich die Frau Vorsitzende entschieden hat, jetzt nicht wieder zu kandidieren, spüren wir auch. Einfach so weiter geht auch nicht, nachdem wir in Hessen und Bayern zweistellig verloren haben, nachdem wir in Umfragen bei 24-25% im Bund sind. Wenn man die CSU rausrechnet, sind wir in Teilen als CDU schwächer als die Grünen. Und das zeigt tatsächlich, wie groß die Aufgabe ist, Vertrauen zurückzugewinnen in die christlich-demokratische Union. Vertrauen, das verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Und die CDU als die lebendige Kraft, auch in Deutschland, als die lebendige politische Kraft wieder zu positionieren. Dazu gehört eine gute Debatte. Auf die freue ich mich in den nächsten Wochen bis zum Parteitag. Eine Debatte, die auch das andere Argument wertschätzt. Ich finde, wenn wir das in dem Prozess auch wieder miteinander besser lernen, vielleicht auch besser als in der Vergangenheit, dann kann das nur gut sein. Es geht nicht darum, einen erbitterten Streit zu führen. Davon hatten wir zu viel in den letzten Monaten, zu viel Streit um zu wenig, sondern gute Debatten, breite Debatten, um eine sehr, sehr wichtige Frage zu führen. Die Partei ist in Bewegung, das spüren wir auch, allein schon in den letzten 7 Tagen. Das ist großartig, das ist Demokratie. Deswegen freue ich mich auch auf die Regionalkonferenzen, wo ja mutmaßlich einige tausend Mitglieder auch teilnehmen werden, sich aktiv einbringen werden, sich ein Bild machen wollen werden von denjenigen, die dort kandidieren. Ich freue mich auf die Ideen und die Rückmeldungen der Mitglieder. Jede Idee ist ein Baustein für den Neustart der CDU zum Zurückgewinnen des verloren gegangenen Vertrauens. Und das werden jetzt spannende Wochen, sehr, sehr intensive Wochen. Das ist, glaube ich, auch ohne Zweifel so. Aber es geht ja auch um was für die CDU und damit eben auch für Deutschland und Europa. Und deswegen freue ich mich drauf. Freude bei den Kandidaten also. Ich freue mich, dass die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach hier ist. Herzlich willkommen. Guten Abend. Was sagt es aus, dass die drei, wobei Annegret Kramp-Karrenbauer war ja eben nicht zu hören, aber dass die drei, die da antreten um den Vorsitz der CDU, was sagt das aus über die Partei? Also erstmal würde ich sagen, es ist eine große Chance, weil wir haben einen sehr offenen Wettbewerb jetzt an dieser Stelle. Jens Spahn hat es angesprochen im Video, erstmals solche Regionalkonferenzen, auf denen sich die Kandidaten präsentieren werden, überhaupt erstmals diese Konkurrenzsituation um den Parteivorsitz. Ich glaube, das wird mit großem Interesse verfolgt, wie da die personelle Erneuerung in der CDU jetzt ablaufen wird. Und gleichzeitig stellen sich eben doch auch sehr unterschiedliche Kandidaten zur Wahl. Wir haben mit Annegret Kramp-Karrenbauer, die jetzt gerade nicht zu sehen war, ja eine, man kann fast sagen, Merkel-Schülerin, die doch als Vertraute der Bundeskanzlerin und derzeitigen Parteivorsitzenden gilt. Und mit Friedrich Merz und Jens Spahn, wenn man die drei prominentesten Kandidaten nennen möchte, eben dann doch auch Kandidaten, die als Merkel kritisch gelten und sicherlich, wenn sie nach der Ausrichtung der Partei fragen, dazu beitragen würden, dass sich da im Profil der CDU doch nach dem Parteitag in Hamburg einiges ändern wird. Danach würde ich fragen, welche Farbe werde denn wer von den dreien der CDU geben? Also ich glaube, bei Annegret Kramp-Karrenbauer kann man schon sagen, dass sie den Kurs, den Angela Merkel der Partei gegeben hat in den vergangenen Jahren, schon fortsetzen wird. Sie versucht ja gerade, es wird mit Spannung zu sehen sein, wie sie sich morgen positioniert, dann in ihrem ersten offiziellen Auftritt, sich auch ein bisschen ein konservativeres Profil zu geben. Aber ich glaube, letztlich wird es doch dieselbe Richtung sein. Bei Jens Spahn und Friedrich Merz würde ich bei beiden erwarten, dass der konservativere Teil der CDU wesentlich stärker bedient wird. Bei Friedrich Merz zudem der wirtschaftsliberale Flügel der Union, während Jens Spahn natürlich für eine Verjüngung der Partei auch stehen würde. Er ist gerade 38 Jahre alt, also da ist doch ein sehr breites Kandidatenprofil jetzt beieinander.
Na, mal ganz praktisch gefragt, wie würde sich die Kanzlerschaft von Angela Merkel entwickeln bei den dreien? Das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, auch da kann man wieder zwischen den beiden Herren und Annegret Kramp-Karrenbauer differenzieren. Mit ihr wäre es sicherlich am unproblematischsten. Da ist auch gut vorstellbar, dass die Kanzlerschaft Merkel dann bis 2021, wie angedacht von ihr, auch halten würde. Bei den anderen beiden ist mit Sicherheit ein bisschen mehr Skepsis angebracht, wobei man mit Sicherheit auch sagen muss, gerade Friedrich Merz und Angela Merkel sind auch in der politischen Zusammenarbeit, aus der man sich schon kennt, Profis genug, dass man eine gemeinsame Zusammenarbeit auch professionell gestalten würde. Gleichzeitig werden aber natürlich mit der Wahl von Spahn oder Merz auch die Stimmen laut werden, die kritisch nach der Zukunft Merkels fragen, weil man sich eben doch vielleicht nicht nur innerparteilich, sondern auch in der Öffentlichkeit schlecht vorstellen kann, dass ihr Kurs und mit einem Parteivorsitzenden Spahn oder Merz dann noch bis 2021 bewerkstelligbar wäre. Nun hat sich gestern Altkanzler Schröder zu Wort gemeldet, aus welcher Motivation auch immer. Aber er hat ganz praktisch empfohlen, also spätestens nächsten Sommer gibt es Neuwahlen. Was empfehlen Sie? Ja, also ich bin ja Gott sei Dank Wissenschaftlerin und nicht Politikberaterin. Und so als Altkanzler hat man es ja auch dann leicht, mal einen Ratschlag zu geben. Gleichzeitig muss man sagen, Angela Merkel hat ja auch immer zum Beispiel Schröders Verhalten damals, den Parteivorsitz aus der Hand zu geben, kritisiert. Also man hat sich, glaube ich, schon in politischen Entscheidungsprozessen immer gut beobachtet. Und ich bin von diesem Hinweis etwas verwundert. Ich glaube, es hängt doch letztlich sehr davon ab, wer den Parteivorsitz übernehmen wird, ob die Neuwahldebatte ernsthaft aufkommt. Und zum anderen, Gerhard Schröder gehört ja bekanntlich zur SPD oder ist deren Vertreter in der Altkanzlerschaft. Und ob die SPD ein großes Interesse daran haben sollte, dass es im kommenden Jahr Neuwahlen gibt, das würde ich zumindest vorsichtig anzweifeln wollen. Sagt die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach. Vielen Dank bis hierher. Wir sprechen gleich weiter.